Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Outriders Video und heute gibt's News zum nächsten Patch und den Inventarwiederherstellung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13 Gaming, mein Name ist Sebastian und hier dreht sich alles um Open World Games, RPGs und Looter Shooter wie Outriders. Wenn du da Bock drauf hast, bleib doch gerne mit einem Abo auf meinem Kanal mit dabei. Bevor wir aber loslegen, möchte ich hier nochmal auf meinen Partner Eneba aufmerksam machen, bei dem ihr günstige Keys für alle Spiele, unter anderem natürlich auch Outriders oder auch kommende Titel wie zum Beispiel Resident Evil Village bekommen könnt und das zu einem super günstigen Preis. Genauso natürlich auch für eure Konsolen die entsprechenden Guthabenkarten zum Bestpreis. Schaut also gerne mal rein, zurzeit gibt es auch noch einen Frühlingsverkauf und wenn ihr Lust habt dabei meinen Kanal zu unterstützen, benutzt einfach den Link, den ich unten in der Videobeschreibung gepostet habe oder im angepinnten Kommentar für euch hinterlegt habe und zusätzlich könnt ihr noch den Code HOLY13GAMING beim Checkout benutzen für weitere 3% Nachlass auf eurem Kauf. Aber starten wir doch jetzt direkt in die News rund um Outriders. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass wir bereits diese Woche deutlich mehr Infos zur Charakterwiederherstellung haben und auch schon ein genaues Datum, wenn nicht sogar schon die Durchführung dieser. Infos, wie das Ganze ablaufen soll, haben wir auch im Laufe der Woche bereits bekommen und jetzt gab es auch weitere News zu dem ungefähren Zeitpunkt, wann das Ganze stattfinden soll. Dazu kommen wir aber gleich, denn auf die Update-News, die wir im Laufe der Woche bekommen haben, wollte ich auch noch kurz eingehen. Da wurde ein 2-Phasen-Wiederherstellungsplan vorgestellt, denn es gibt ja Leute, die so betroffen sind, dass deren Charakter gar nicht mehr zugänglich ist. Das Inventar wurde gelöscht, sowohl als auch das Vorratslager. Das ist die Gruppe A der betroffenen Spieler und die Gruppe B der betroffenen Spieler hat den Charakter zwar gelöscht bekommen, konnte aber weiter spielen. Für beide gibt es unterschiedliche Wiederherstellungspläne, so kommt Gruppe A, die den unspielbaren Charakter hat, alle legendären Items zurück, sowohl als auch 20 weitere Items, begonnen bei der höchsten Rarität, also episch. Und die Gruppe B der Spieler konnte ja weiterspielen, daher bekommen sie bis zu 20 legendäre Items, die im Inventar waren, wieder zurück. Das ist alles. Ich persönlich fand das etwas enttäuschend und ich glaube, wenn ich betroffen gewesen wäre mit meinem aktuellen Stash, also meinem aktuellen Vorratslager, hätte ich schon ziemlich geweint, denn das ist fast voll. Und wenn da alles an God Rolls, das ich drin liegen habe, weg gewesen wäre, dann wäre ich schon ziemlich bitter enttäuscht, muss ich sagen. Schreibt mir doch gerne unten rein, wenn ihr betroffen wart, ob ihr noch darauf wartet, dass euer Charakter wiederhergestellt wird oder ob ihr schon weitergezogen seid und andere Spiele spielt und für euch Outriders gegessen ist. Würde mich interessieren, wenn ihr betroffen wart, wie ihr zu der ganzen Thematik steht. Lasst mir also auf jeden Fall einen Kommentar da und sagt Bescheid, wie ihr den ganzen Wiederherstellungsprozess findet. Aber heute, direkt vor dem Wochenende, gab es ein weiteres Update dazu, in dem Outriders verkündet hat, dass sie sich noch das Wochenende über Zeit lassen, um Daten zu sammeln für die Wiederherstellung, um diese dann gesammelt und geordnet durchführen zu können. Ein genaues Datum haben wir immer noch nicht, es heißt immer noch as soon as possible, also so bald wie möglich. Außerdem wird auch an dem größten Patch seit dem Release gearbeitet, in dem viele Probleme des Spiels wohl angegangen und behoben werden sollen. Vor allem geht es hierbei aber um Bugfixes und vor allem die Crashes, die reibungsloses Spielen und gerade auch Multiplayer extrem schwierig machen. Dieser Patch soll in der nahen Zukunft veröffentlicht werden und wird gerade getestet. Genaue Patchnotes gibt es natürlich, sobald der Release da ist oder feststeht, aber die Highlights wurden uns schon bekannt gegeben. Also diverse Abstürze während des Spiels sollen wohl behoben werden, diverse Bugs, Probleme und Abstürze, die mit dem Multiplayer zusammenhängen, sollen wohl gefixt werden. Außerdem soll das Problem, dass ihr beim Login-Bildschirm hängen bleibt, auch gefixt werden. Davon sind ja hauptsächlich die Konsolen betroffen. Und es sollen auch ein Haufen Bugs gefixt werden, die mit Ausrüstung, Mods, Skills, Quests, Level und Belichtungsproblemen zusammenhängen. Außerdem will man wohl auch mit dem Patch auf Community-Feedback eingehen. Ein paar dieser Probleme der Community sind hier aufgeführt, zum Beispiel, dass viele Schwierigkeiten haben, mit den Snipern im Spiel klarzukommen. Das heißt, es wird vermutlich ein Nerf für die Sniper kommen. Genauso auch, dass wohl viele in der Expedition Sternengrab mit dem Zurückstoßen der Gegner nicht wirklich klarkommen. Außerdem werden bei jedem Absturz auf dem PC große Datenmengen gespeichert, die eigentlich gelöscht werden könnten, das soll wohl auch gefixt werden, und viele weitere Dinge, die hier jetzt nicht aufgeführt sind.
Des Weiteren betonen sie auch, dass sie hoffen, dass die Änderungen am Multiplayer, wie sie hier aufgeführt sind, zu einem insgesamt besseren Spielerlebnis für alle führt, werden aber natürlich auch weiterhin auf die Community hören und das Feedback sammeln, um noch weiter verbessern zu können. Und zu guter Letzt sprechen sie noch das Hot Topic der Community schlechthin diese Woche an, nämlich Downscaling, Balancing-Änderungen und Expeditionen an sich. Das ist ja ein ganz großes Problem, über das ganz viele Leute stolpern und mit dem auch ganz viele Leute nicht klarkommen. Diese Woche über gab es richtig viele News und Videos und Infos bezüglich dieses Problems, dass wenn man zum Beispiel schon Level 50 ist und einem Freund hilft, der deutlich niedriger ist, dann wird man runterskaliert. Das heißt, man joint zum Beispiel einem Spieler auf Weltrang 15, das ja auf Level 42 skaliert. Und wenn man selber Level 50 ist, wird man auf Level 44 runterskaliert und macht auf einmal deutlich weniger Schaden, als man eigentlich machen sollte. Das Ganze geht auch so weit, dass man nicht mal selber jemanden joinen muss, sondern wenn man seine eigene Weltstufe runterstellt, wird man auch angepasst an diese Weltstufe. Also man hat maximal 2 Level über der ausgewählten Weltstufe. Und so sehr mir das System der Weltstufen und Herausforderungsrängen in der Story oder während des Levelns meines Charakters wirklich gut gefallen hat und ich die ganze Sache eigentlich ziemlich intelligent gelöst fand, desto nerviger und unausgegorener finde ich das Ganze eigentlich, wenn wir jetzt im Endgame mit einem fertig gelevelten und wirklich starken und mächtigen Charakter auf einmal heruntergestuft werden und uns gar nicht mehr so mächtig fühlen können, wie wir uns selbst gemacht haben. Da fühlt sich die ganze Zeit und Arbeit, die man in dieses System gesteckt hat, die man in seinen Charakter und das Leveln seines Charakters und das Ausbauen der Synergien gesteckt hat, auf einmal unnütz und zunichte gemacht an. Denn wozu meinen Charakter leveln und aufbauen und wirklich zu einem richtig mächtigen Outrider machen, wenn ich dann, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, trotzdem immer noch eine Herausforderung habe? Das ist ja eigentlich genau der Sinn der Sache, dass ich wirklich levele, um mich dann am Ende auch mächtig und stark zu fühlen. So wie das System allerdings gerade ist, fühlt man sich extrem in seiner Power beschnitten und das fühlt sich definitiv nicht gut an und das stößt zu Recht auf Kritik. Und hier verspricht Outriders auch, dass sie sich dem Ganzen natürlich annehmen und die Diskussionen, die wir auf Reddit und Twitter und Co. führen, auch schon lange intern geführt haben, allerdings noch nicht öffentlich darüber gesprochen haben. Also Ergebnisse dieser internen Diskussionen und Weiterentwicklungen werden wir vermutlich auch in den nächsten Tagen und Wochen zu hören bekommen. Alles in allem ist es aber, glaube ich, safe zu sagen, dass die Stimmung in der Community gerade ziemlich angeschlagen ist, denn die Leute, die nicht spielen können, weil sie ihre Charaktere gewiped bekommen haben, verlieren langsam die Geduld, zumindest ist das so mein Eindruck, und haben keine Lust mehr auf das Spiel und die Wiederherstellung zu warten. Auf der anderen Seite sind die Leute, die noch spielen können, davon genervt, dass es gerade im Multiplayer immer zu Problemen und Verbindungsabbrüchen kommt. Des Weiteren plagen das Spiel auch noch einige Balancing-Probleme. So gibt es immer noch ziemlich starke und überpowerte Charaktere oder Klassen und andere, die vermeintlich zu schwach sind und deswegen immer aus den Expeditionen gekickt werden. Dazu noch das Problem, dass Leute einfach random kurz vorm Loot in den Expeditionen gekickt werden können. Also das grassiert auch irgendwie in der Spielerschaft, dass Leute, die random Expeditionen laufen, einfach direkt vor dem Loot gekickt werden. Und das nervt mittlerweile auch ziemlich viele Leute in meinen Kommentaren und auch bei mir auf dem Discord. All das sind für mich, glaube ich, so die größten und wichtigsten Probleme, die auf der Prioritätenliste ganz oben stehen sollten, damit auch nicht das Interesse in der Community am Spiel komplett verschwindet. Also Stand jetzt würde ich persönlich die Random-Spielersuche eigentlich komplett meiden, was natürlich in einem Multiplayer-Koop-Shooter nicht wirklich von Vorteil ist. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal auf meinen Discord-Server hinweisen. Wenn ihr nette Leute zum Spielen sucht und keine Lust mehr auf Randoms habt, weil ihr eben die vorher genannten Probleme auch schon ein paar Mal erlebt habt, schaut doch einfach auf den Link unten in der Videobeschreibung. Es ist rund um die Uhr immer jemand online und dort findet ihr mit Sicherheit nette Mitspieler. Zu guter Letzt würde mich aber eure Meinung zur Gesamtsituation rund um Outriders aktuell interessieren. Spielt ihr noch? Habt ihr schon aufgegeben oder aufgehört? Wartet ihr noch auf euer Inventar? Macht's euch noch Spaß? Seid ihr noch auf der Jagd nach besseren Rolls oder irgendwelchen Builds? Schreibt mir das doch gerne alles unten in die Kommentare, wie ihr gerade zu Outriders steht und ob ihr vielleicht schon mit dem nächsten Titel liebäugelt. Und wenn ja, welcher? Würde mich interessieren.
Ansonsten war es das aber von meiner Seite für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf dem Video hier freuen. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks und News und Guides rund um Outriders bekommen wollt, bleibt doch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Von meiner Seite aus war es das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.